Wie kannst du WordPress korrekt installieren? Auf welche Kleinigkeiten solltest du achten, sowohl beim Hosting-Anbieter als auch bei den Einstellungen deiner WordPress-Seite? Alle diese Sachen schauen wir uns in dem Video an. Wir werden dafür den Hosting-Anbieter Hetzer verwenden, ist der Hosting-Anbieter meiner Wahl und den kann ich dir auf jeden Fall auch empfehlen. Falls du deine WordPress-Seite ebenfalls bei Hetzer hosten magst, dann kannst du gerne den Link unten in der Beschreibung verwenden. Das ist mein Partnerlink mit Hetzer und so kannst du den Channel gerne unterstützen. Wenn ich dann eingeloggt bin in der Konsole H, weil so heißt der Admin-Panel bei Hetzer, dann erstelle ich mir das alles unter einer Subdomain. Also in dem Fall werden wir jetzt keine Hauptdomain verwenden, weil unter meiner aktuellen Hauptdomain, dominikdis.com, da läuft meine aktuelle Seite. Du wirst natürlich dann deine Hauptdomain wahrscheinlich verwenden. Und wenn du dann zum Beispiel das auch über eine Subdomain machen magst, dann habe ich dann hier in der Übersicht einfach den Punkt Subdomain. Da habe ich dann auf Bearbeiten geklickt und dann bin ich hier zu dieser Ansicht gekommen. Wenn du deine Hauptdomain verwendest und wenn deine Hauptdomain schon bei deinem Hosting-Anbieter hinterlegt ist, dann überspring diesen Step, den brauchst du nicht. Ich erstelle jetzt nur eine Subdomain, damit wir dann in weiterer Folge mit dir arbeiten können. Das heißt, werde ich dann in dem Ordner wordpress.dominiklis.com anlegen und dann fügen wir das mal hinzu. Und jetzt hat sich die Subdomain erfolgreich angelegt. Was wir gleich als erstes machen können, wir können uns ein SSL-Zertifikat erstellen und das gibt es dann hier unter dem SSL-Manager. Und da siehst du, dass wir hier eben noch kein Zertifikat installiert haben und das ändern wir gleich. Ob du jetzt das Basic-Zertifikat auswählst oder das Let's Encrypt-Zertifikat, das ist in dem Fall egal. Ich wähle in dem Fall das Basic-Zertifikat aus und dann installiere ich das gleich. Und dann habe ich jetzt gleich die Bestätigung bekommen. Und falls du bei einem anderen Hosting-Anbieter bist, dann wirst du den Punkt finden müssen, wo du ein SSL-Zertifikat erstellen kannst und wo du das dann gleich installieren kannst. Und das sollten wir bestmöglich vor der Installation von WordPress machen. Und was du noch machen solltest, damit deine Webseite nur mit HTTPS erreichbar ist und nicht mit HTTP, dann solltest du dann hier, habe ich die Option, dass ich die HTTPS-Weiterleitung aktiviert habe. Und das solltest du bei dir ebenfalls aktivieren, weil sonst kann es passieren, dass irgendwer dann im Browserfenster, also in der URL ganz oben, statt HTTPS HTTP eingibt. Wenn er oder sie dann trotzdem auf deine Webseite kommen, dann ist es nicht so ideal, sagen wir so. Und damit wir jetzt WordPress installieren, da haben wir jetzt zum Beispiel bei dem Punkt Extras WordPress. Also da können wir uns das gleich installieren. Bei deinem Hosting-Anbieter wirst du wahrscheinlich auch eine Option haben für WordPress, wo du dann einfach gleich auf den Installer klicken kannst und dann überspringst du einfach den langweiligen Part, um WordPress zu installieren. Falls du Fragen hast, wie du den WordPress manuell installieren kannst, dann kann ich auch gerne darüber ein Video machen. Ich werde jetzt in dem Fall mit diesem Installer fortfahren, damit wir da relativ zügig vorankommen. Und als Zielverzeichnis wähle ich mir wordpress.dominiklis.com aus, weil da ist einfach das, was wir uns gerade erstellt haben. Und dann klicke ich auf WordPress installieren. Ja. Und dann wird alles eingerichtet, also von der Datenbank, die wird erstellt, alle Installationsdateien von WordPress werden ins Verzeichnis kopiert, welches wir angegeben haben. Und dann wird auch WordPress gleich grundkonfiguriert und dann können wir gleich auf WordPress einrichten klicken. Und hier können wir uns gleich WordPress einrichten. Das heißt, als erstes werden wir uns die Domain auswählen müssen, unter der dann WordPress erreichbar sein wird. In dem Fall haben wir uns die Subdomain wordpress.dominiklis.com erstellt gerade. Deswegen werde ich hier diese Subdomain verwenden. Weil hier HTTP steht anstatt von HTTPS, lass dich von dem nicht verwirren. Das werden wir noch später kontrollieren und schauen, ob das dann in Ordnung eingerichtet wurde. Und als Benachrichtigungs-E-Mail-Adresse nehme ich einfach meine Kontakt-E-Mail-Adresse und Benutzername nehme ich jetzt mal Dominik. Und beim Passwort, da verwende ich einfach, damit simpel bleibt, abcd1234 und dann kann ich das auch leicht eingeben. Du solltest aber auf keinen Fall so ein simples Passwort verwenden. Mach dir so eine kryptische Zeichenkette, speichere dir das irgendwo ab, weil das ist der schnellste Weg, wie deine WordPress-Seite gehackt werden kann, wenn du einfach ein unsicheres Passwort verwendest. Dann speichern wir das Ganze und dann wird WordPress für uns eingerichtet. Das heißt, du musst da einfach nichts machen. Es passiert alles im Hintergrund und jetzt ist es fertig. Da können wir uns nochmal das Passwort anzeigen lassen, falls du das vorher nicht kopiert hast oder nicht niedergeschrieben hast. Und dann können wir dann gleich zum WordPress-Login gehen und dann landen wir dann hier gleich auf der Seite. Da habe ich jetzt noch das Passwort eingefügt, abcd1234. Benutzername ist Dominik und wenn ich mich dann anmelde, dann komme ich hier schon zu der fertig eingerichteten WordPress-Seite. Und dann testen wir noch schnell die HTTPS-Weiterleitung. Hier oben kannst du einfach, wenn das korrekt eingerichtet wurde, dann sollte da schon von Anfang an HTTPS stehen. Aber wenn wir da HTTP eingeben, dann sollte es automatisch dann noch weitergeleitet werden. Und das tut es auch. Damit wir dann überprüfen, ob bei den WordPress-Einstellungen alles passt, können wir dann noch schnell auf Allgemein gehen. Und da wird auch HTTPS verwendet. Deswegen passt das auch. Und das wurde dann korrekt übernommen. Was ich noch extrem gerne mache, was du auf jeden Fall machen solltest, damit deine Seite nicht frühzeitig indexiert wird, ist, dass du dann unter Lesen einfach dann die Suchmaschine davon abhältst, die Seite zu indexieren. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, weil sonst kann deine Seite frühzeitig indexiert werden, was natürlich nicht so ideal ist, wenn die noch nicht fertig ist. Und dann kannst du noch den Wartungsmodus einschalten und ein paar Security-Einstellungen treffen. Also ich gehe da schnell durch, welche Security-Einstellungen du da treffen kannst. Da werde ich mal
alle Plugins einfach löschen, weil die brauchen wir nicht. Und wenn du dann bei Plugins auf Installieren klickst, dann suche ich mir immer dieses Plugin All-in-One, WP Security and Firewall, und das installieren wir uns gleich, damit wir uns dann auch den Wartungsmodus einschalten können. Und wenn du den Wartungsmodus eingeschaltet hast, dann ist die Seite sowieso nicht aufrufbar, weil jetzt könntest du, wenn du die URL kennen würdest, also wordpress.dominiclis.com, würdest du theoretisch jetzt in dem Moment eingeben, dann könntest du die Seite sehen. Aber wenn wir dann hier bei den Einstellungen reinschauen, dann haben wir ganz unten Wartungsmodus und dann können wir hier das Frontend sperren. Somit, wenn du jetzt nicht eingeloggt bist, du gar nicht auf diese Seite kommst. Das war es mehr oder weniger von der Grundinstallation von WordPress. Danach haben wir dann noch solche Kleinigkeiten, die du beachten solltest. Dann wirklich das komplette WordPress Security Plugin einrichten. Darüber habe ich schon ein Video gemacht. Das findest du unten in der Beschreibung, wie du das machen kannst. Deswegen werde ich hier jetzt nicht so ins Detail eingehen bei dem Plugin. Da wollte ich jetzt nur noch schnell den Wartungsmodus einschalten. Aber was du auf jeden Fall noch beachten solltest, ist hier bei den Einstellungen und allgemein. Da solltest du eine weitere WordPress-Seite diesen Text ersetzen, weil darauf wird oft vergessen. Dann später bei dem Livegang und dann ist das dann in Google so indexiert mit einer weiteren WordPress-Seite, was nicht so ideal ist. Dann kannst du dann die Sprache der Webseite einstellen, was schon voreingestellt war. Zeitzone, in dem Fall für mich wäre das Wien. Also trage ich dann einfach Wien ein, weil ich mich gerade in Wien befinde. Dann kannst du dir dann auch das Datumsformat auswählen, was sowieso schon richtig eingetragen sein sollte. Und was du dann noch bei den Permalinks beachten solltest, ist, dass du dann eben auf Beitragsname switchst, damit die URL dann einfach lesbar ist. Dann speichere ich dann eben hier diese Einstellungen noch. Und dann kannst du eigentlich loslegen. Was du dann hier bei den Datenschutzeinstellungen beachten könntest, ist, dass du dann hier die hinterlegte oder die automatisch generierte Datenschutzerklärung von WordPress hier schon verlinkt ist. Das passt in dem Fall und die kannst du dann hier bearbeiten. Das ist jetzt nicht Thema des Tutorials, deswegen werde ich jetzt auf Thema Datenschutz nicht genauer eingehen, aber darüber wird es ebenfalls noch ein Video geben. Das heißt, wenn du wissen magst, wie du deine WordPress-Seite DSGVO-konform erstellen kannst, dann kannst du den Channel gerne abonnieren und sobald das Video draußen ist, dann wirst du das hoffentlich sehen. Und das war es so von den allgemeinen Grundeinstellungen, also von den Basic-Einstellungen in WordPress war es das mehr oder weniger. Und dann solltest du noch eine Sache beachten bei den Hosting-Einstellungen. Das ist jetzt nicht so mega wichtig, aber bei der PHP-Konfiguration, PHP ist einfach nur die Programmiersprache, mit der WordPress programmiert wurde, dann solltest du dann hier auch die möglichst hohe PHP-Version auswählen. WordPress selbst sollte schon mit der Version 8.1 kompatibel sein. Falls es das nicht ist, dann werden wir das merken, weil dann die Seite einfach crashen wird. Aber in dem Fall wird das ganz normal aufgerufen und da funktioniert WordPress auch ganz normal und das passt. Es kann aber sein, dass manche Plugins noch nicht so gut abgestimmt sind auf die PHP-Version 8.1. Deswegen solltest du dann eher vorsichtig sein bei diesen Sachen. Aber du solltest auf jeden Fall die höchstmögliche PHP-Version verwenden, damit die Seite am performantesten läuft und damit sie am sichersten ist. Und was du auf jeden Fall auch checken solltest bei deinem Hosting-Anbieter, sind die Backups. Und in dem Fall habe ich hier bei Extras den Punkt Backups. Und da wirst du jetzt, wo du die Seite gerade erstellt hast, noch keine Backups haben, logischerweise. Aber du solltest auf jeden Fall am nächsten Tag checken, ob Backups erstellt werden. Und wenn nicht, dann melde dich bitte bei dem Support deines Hosting-Anbieters, weil das ist extrem wichtig, dass du Backups hast und dass du weißt, wie du diese Backups einspielst. Falls du dich über das Thema informieren magst, dann habe ich schon ein Video darüber gemacht und das Video findest du dann unten in der Beschreibung. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass du das mit deinem Hosting-Anbieter klärst, weil manchmal werden standardmäßig keine Backups beim Hosting-Anbieter erstellt. Manchmal musst du dafür extra zahlen, damit ein Backup eingespielt wird, falls die Seite zerschossen wird oder gehackt wird. Also da gibt es viele Kleinigkeiten, die du beachten solltest. Und das sind so mal die groben Sachen, die Basics, die du auf jeden Fall bei jeder WordPress-Installation checken solltest. Dann viel Erfolg noch mit deiner WordPress-Installation und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann!